So nochmal für meine lieben Schüler. Wir hatten das heute nochmal durchdiskutiert. Das kann manchmal Probleme geben, wenn ich mehrstellige Divisoren habe. Also hier ist schon mal ein zweistelliger, da geht die ganze Sache schon los. Ich zeige mal eine Variante und dann zeige ich mal eine andere Variante, die wir heute entwickelt haben. Normalerweise, man fängt ja an und sagt, geht die 3 durch die 46 oder passt die 46 in die 3? Nein. Passt die 39 in die 39, die 46? Nein. Also nehme ich mir die 395. Und jetzt fängt die Tschangelei an. Jetzt haben wir gesagt, wir machen eine Art Nebenrechnung nebenher, damit wir nichts vergessen und damit es einfacher aussieht. Man muss es hinschreiben, wenn man es sehen will. Alles, was da steht, das kann ich sehen. Unsere Nebenrechnung sieht so aus, dass ich hier runde und sage, naja, 400. Ich mache aus der 395 eine 400 und aus der 46 mache ich eine 50 durch 50. Das ging heute sehr gut. Da haben wir gesagt, naja, ich kann hier jeweils die Nullen wegstreichen. Das heißt, die Aufgabe 40 durch 5 ist 8. Also versuche ich es mit der 8. Jetzt geht die Tippeltappeltour los. Ich muss also wieder rückwärts die Kontrollrechnung durchführen. 8 mal 6 ist 48, 8 mal 4 ist 32 und 4 ist 36. Ich ziehe das alles wieder ab hier. 15 gleich ein 1er Merker. Ne? 15 minus 8 ist 7, 9 minus 6 ist 3, minus 1 ist 2. 3 minus 3 ist 0, das muss ich nicht hinschreiben, sonst wird die Zahl unübersichtlich. Ich ziehe mir die 4 runter. Leute, macht Pfeile, das ist keine Schande. Dann kann man die Übersicht behalten. Jetzt sage ich 270. Ich schreibe einfach 270 durch 50 hin. Einfach so. 270 durch 50, ich kann wegstreichen und sage, 25 durch 5 würde gehen. Ich nehme also meine 5, schreibe die da hin. 5 mal 6, Tippeltappeltour. 5 mal 6 ist 30 und 5 mal 4 ist 20 und 3 ist 23. So. Abziehen. 4 minus 0 bleibt 4 und hier ist eine 4 übrig geblieben. Das war knapp. Das hätte auch 6 mal passen können. Aber wenn ich das mit 6 probiert hätte, hätte ich hier eine Riesenschmiererei und müsste alles übermalen. Die Variante geht auch. Aber dann muss man immer dünn schreiben. Na gut. Die 1 kommt herunter. Das heißt, die Zahl einfach 440 geteilt durch 50. Um auf der sicheren Seite zu bleiben. Ne? 440. Durch 50. Lieber ein bisschen größer den Divisor machen. Also ruhig aufrunden. Das ist besser als umgekehrt. Ich kann nur noch mal zeigen, warum es besser ist. In die 40 will die 5 8 mal reinpassen. Also nehme ich hier wieder eine 8. 8 mal 6 ist 48. Ich kann eigentlich die ganze Sache von hier oben abschreiben. Aber ich mache es dir jetzt selber. 8 mal 6 ist 48. 8 mal 4 ist 32 und 4 ist 36. Habe ich hier oben die gleiche Zahl? Jawohl, hat gepasst, hat richtig gerechnet. Man verrechnet sich. 11. Einsermerker. 11 minus 8 ist 3. 4 minus 6 wird sowieso nicht gehen, also sage ich gleich 14 minus 6 ist 8. Minus die eine gemerkte ist 7. 4 minus 3 minus 1 ist nichts mehr. Jetzt herunter mit der 6, die letzte. Tja, wie oft passt das? Kommt, übertreiben wir nicht. Wenn ich die schon arg aufrunde, kann ich hier ruhig eine 740 draus machen. 740, vielleicht sogar eine, komm, wir machen mal eine 750 draus. 750 durch 50. So, jetzt streiche ich die Nullen weg und sage 75 durch 5 ist 15. Na, haut doch was nicht hin, ne? Oder? Wie oft wird das hier reinpassen? Oder? 5 mal was? 5 mal 15 ist 75. Und jetzt gehen solche Schwierigkeiten los. Hier muss ich überprüfen. Wenn ich hier eine 15 hinschreiben wollte, dann wäre irgendwas nicht richtig. Hier muss ein einstelliges Ergebnis hinkommen. Immer als nächste Zahl ein einstelliges Ergebnis. Also ist hier was schiefgelaufen. Ich überprüfe nochmal. 11, hier ist die 1 gemerkt. 11 minus 8 ist 3. Bis dahin scheint es zu gehen. 14 minus 6 ist 8 minus 1 ist 7. Nanu, was ist hier passiert? 4 minus 3. Die Zahl heißt aber offensichtlich 736. Was ist hier passiert? Und das ist das Problem, da müssen wir ran, das müssen wir uns angucken. Und das sind die Schwierigkeiten, wir haben es erkannt. Hier liegt die Schwierigkeit, wir haben hier ich highlighte das mal, hier, das hier, das war das Problem, die Zahl. Da haben wir die 440 durch 5 draus gemacht. Ich habe gesagt, wir runden die auf. Warum wollen wir die nicht auf 450 aufrunden? Denn hier ist ja offensichtlich, wir haben gar nicht, ich habe es ja nur so extra gemacht, wir haben gar nicht darauf geachtet, dass ja in die 73 die 46 nochmal reingepasst hätte.
Und jetzt kommt die, ne, jetzt würde die Schmiererei beginnen, hier hätten wir ein Problem. Und jetzt kommt das Schöne. Jetzt machen wir Folgendes. Und zwar, ich radiere das mal weg und zeige mal gleich, was wir an der Stelle machen, wenn wir uns verhauen haben. Wenn wir hier eine 8 hingeschrieben haben, hier. Wir haben eine 8 hingeschrieben, weil wir gesagt haben, wir haben nur vorsichtig gerundet. 440 durch 50 ist 8. Ist ja auch richtig. 40 durch 5 ist 8, also haben wir die 8 hier hingeschrieben, diese. Und haben gar nicht darauf geachtet, dass hier 73 übrig bleiben. Das heißt, die hätte noch einmal reingepasst. Und jetzt habe ich folgenden Vorschlag. Wir ziehen die 6 noch nicht herunter, wenn wir das merken an der Stelle. Sondern wir warten noch kurz und sagen, ach, naja, das war dumm von uns, aber das ist nicht schlimm. Und jetzt kommt unsere neue Überlegung. 73, da passt die 46 einmal rein. Und weil wir das hier an der 8 vergessen haben, schreiben wir das sicherheitshalber drunter, machen einen Strich drunter, damit wir wissen, ach, an der Stelle müssen wir noch eine 1 addieren. Hier wird 9 rauskommen. Ne? Da müssen wir nichts drüber schmieren. Und jetzt sagen wir wieder, einmal 46, 46. Jetzt abziehen, 13 minus 6 ist 7, 7 minus 4 ist 3, minus 1 ist 2. Es bleibt hier, oh, jetzt wird es knapp mit Schreiben, eine 27 übrig. Ich mache jetzt mal hier oben wieder. 27 bleibt übrig. Na, hier, der Rattenschwanz hier, der geht hier weiter. Das ist er hier unten. Die 27 konnte ich jetzt nicht hinschreiben, weil der Bildschirm zu Ende ist. 27 bleibt übrig. Welche Zahl muss noch herunter? Die 6. Ne? Die ziehen wir jetzt hier an die Stelle, aber das wird geschmiert. Jetzt sagen wir, 276 durch 46 gilt. Und wir schreiben mal ganz locker hin. Können wir aufrunden? 280 durch 50? Einfach mal probieren. 280 durch 50. Schreiben wir einfach hin. Streichen die Nullen weg. Jetzt wird die Aufgabe leichter. Das müsste 5 mal gehen. Wir probieren es mal aus. 5 mal 6 ist 30. 5 mal 4 ist 23. Mal sehen, was übrig bleibt. Gucken. Jetzt sagen wir gut. 6 minus 0 ist 6. 7 minus 3 ist 4. Ach, wieder sowas. Wir hatten hier, ich hatte vergessen hinzuschreiben, wir hatten hier wieder einen zu wenig genommen. Na und? Schreiben wir den dazu. Wir müssen nicht lange rumschmieren. Ich zeige das dann ganz, das Ganze nochmal anhand eines anderen Beispiels und anhand einer anderen Zahl. Aber wir müssen nicht rumschmieren. Jetzt sagen wir wieder einmal 46 ist 46, ziehen ab. Ne? Bleibt nichts übrig, okay. Aber das ist hier oben, Moment, nochmal zeigen, das ist es nicht. Das ist nicht unser Ergebnis, sondern das wird hier erscheinen, an der Stelle. Ich mache es mal gleich noch bunter. Hier, an der Stelle wird es erscheinen. So, das mache ich nochmal weg, damit es nicht so albern wird. So, und ich habe gesagt plus. Hier habe ich einen vergessen, hier habe ich einen vergessen. 5 plus 1 ist 6, 8 plus 1 ist 9. Hier ist nichts dazu, eine 5 und eine 8. Nebenbei, das Ergebnis ist richtig. Ich weiß es, weil ich es mir vorher ausgedacht habe. 8.596. Das behalten wir mal im Hinterkopf. Ich werde die Aufgabe gleich nochmal machen, aber ich kann es auch anhand einer längeren Aufgabe zeigen. So dass man da ruhig, das ist eine reine Schätzerei. Wir machen es mal hier. Bloß nochmal zeigen. Die ganze Runderei, die passiert hier rechts, hier auf der Seite. Das ist in Ordnung und wir legen los. 169 müssen wir nehmen. Ne? Also in die 16 passt die 37 eh nicht. Also, unsere Nebenrechnung ist wieder 170 durch 40. 170 geteilt durch 40. Logisch. 169 ist 170 und 37 ist 40. Lieber den Divisor ein bisschen größer wählen, denn wenn er einmal zu wenig reinpasst, wissen wir ja, dann schreiben wir den nochmal unten mit dazu, dann können wir nicht vergessen. Also, die Nullen wegstreichen ist hier ideal. 17 durch 4, 16 durch 4 würde gehen, 4. Also hier eine 4 hin. 4 mal 7, jetzt kommt die Tippeltappeltour, jetzt beeile ich mich mal. 4 mal 7, 28. 4 mal 3, 12 und 2, 14. Abziehen. 1, 2. Gucken, in die 21 hat sie nicht reingepasst, gut weiter. Immer die Kontrolle, ne? Ob wir noch was dazu schreiben müssen. Jetzt 7 runterziehen. Wir machen 220 durch 40. Also in die 22 passt die 4 5 mal. Probieren wir es mit der 5, kann ja nichts passieren. 5 mal 7, 35. 5 mal 3, 15 und 3, 18. Abziehen. 7 minus 5 ist 2. 11 minus 8 ist 3. Okay, hat sich erledigt. Gucken, wird knapp. Egal, hat geklappt. 5 runterziehen. Was machen wir einfach? 330 draus. 330 durch 40.
Immer schön so, schöne 10, da kann man die Nullen schick wegstreichen. 33 durch 4, 32 durch 4 ist 8, gut, wir probieren es mit der 8. 8 mal 7, 56, 8 mal 3 ist 24 und 5 ist 29. Klar sieht das ein bisschen geschmiert aus, aber es ist nicht so schlimm, als wenn ich 10 mal drüber malen muss, mit dem Füller. 15 minus 6 ist 9, 12 minus 10 ist 2, 3, klappt, 29, jawohl, hat geklappt, die 3, keine Schande. Ach, 290, komm, wir machen einfach 300 draus. Denn wenn wir hier so frech runden, dann können wir hier auch mal ruhig ein bisschen mehr übertreiben. Kann ja nichts passieren. 30 durch 4, 7 mal 4 ist 28, wir nehmen es mit der 7 auf. 7 mal 7, 49, 7 mal 3, 21 und 4, 25. Abziehen, 13, jetzt mache ich es hier, weil ich hier unten zu viel geschmiert habe. 13 minus 9 ist 4, 9 minus 5 ist 4, minus 1 ist 3. Nochmal, 9 minus 5 ist 4, minus 1 ist 3, jawohl. Und hier ist nichts, hier gab es keinen Übertrag. 34, schon wieder knapp. Wir ziehen uns die 0 herzu. Und jetzt schreiben wir natürlich logischerweise, ohne groß zu runden, 340 durch 40. Oder, hat sich ja vereinfacht die Aufgabe, 0 wegstreichen, 34 durch 4, 8. Denn 8 mal 4 ist 32, das passt. Also 8 hinschreiben. 8 mal 7, 56. 8 mal 3, 24, 5 ist 29. Abziehen. 10 minus 6 ist 4. 4 minus, 14 muss ich sagen, denn hier ist das wieder zu groß. 14 minus 9 minus 1, also 14 minus 10 ist 4. Übertrag 3, minus 2 minus 1, nichts mehr. 44, verdammt. Und jetzt kommt der, jetzt kommt die Stelle. Jetzt hätten wir einen zu wenig. Jetzt sagen wir noch, und 44 durch 37, die passt noch einmal rein. Hier. Und damit wir das später nicht vergessen, machen wir schon mal einen Strich und eine plus 1. Wir wissen, das wird hier unten wird das Endergebnis stehen. Hier. So. Also. 1 mal 37 ist 37. Jetzt fängt die Schmiererei an. Jetzt machen wir das. Na. Jetzt machen wir das lieber so. Jetzt streichen wir das schnell durch. Machen Pfeilchen und wissen hier oben. 44 minus 37 wird gerechnet. Ist ja nicht schlimm. Wir haben hier unten Platz. 14 minus 7 ist 7. Aha. 7 bleiben übrig. Die nächste Zahl, die wir runtergezogen hätten, hier an diese Stelle jetzt, ist die 4. So, jetzt heißt die Aufgabe 74 durch 37. Also es sollte mit dem Teufel zu gehen, wenn das nicht zweimal ist. Na und, wir können ja 80 durch 40 draus machen. Na, damit wir wieder mit unserem Überschlag peilen können, wie oft das reinpasst. 8 durch 4 ist 2. Wir probieren es mit der 2. 2 mal 7 ist 14. 2 mal 3 ist 6 und 1 ist 7. Tralalala. Ist aufgegangen. Wenn ich das jetzt abziehe, ist 0. Achtung, Endergebnis wird hier stehen. Moment. Hier. Das wird das Endergebnis werden. Denn ich muss ja noch den Kram zusammenzählen, den ich vorhin vergessen habe. 2 plus nix bleibt 2. 8 plus 1 ist 9. 7 plus nix, 7. Hier kann ich abschreiben. Dann muss ich gar nicht groß addieren. Und das ist mein Endergebnis. Hier ist es. Ich hoffe, euch hat diese Methode gefallen. Wir haben sie heute entwickelt. Das war eigentlich, ja, manchen gefällt die besser und manchen die, die ich schon beim vorigen Video erklärt habe. Na denn, ich bin gespannt und ich wünsche gutes Gelingen beim Dividieren durch größere Divisoren. Das gleiche, das Video wird zu lang. Ich werde mal vielleicht, weiß ich noch nicht, noch einen Verweis machen. Und mal durch noch größere Divisoren teilen. Und zwar meinetwegen durch dreistellige, vierstellige. Da kann man den ganzen Kram nochmal machen. Das wird dann hier nochmal ein Verweis zu sehen sein. Aber ansonsten, ich wünsche viel Vergnügen und vor allem nicht Vergnügen, gutes Gelingen. Tschüss.